Guten Morgen, Deutschland. Jetzt wird die Scheinheiligkeit auf die Spitze getrieben. Im besten Deutschland aller Zeiten, im besten Europa aller Zeiten, in der besten Welt aller Zeiten. Ich verneige mich vor der Scheinheiligkeit der deutschen Politik, der deutschen Medien, der europäischen Politik, der europäischen Medien, der westlichen Politik. Und der westlichen Medien, denn jetzt, jawohl, jetzt wird Putin zum Kriegsverbrecher gemacht. Er soll verhaftet werden vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Ja, diese Meldung ist gestern über den Ticker gelaufen und weltweit im Westen, genau, ja, fordert man das und freut sich darüber. Und Frau Strack-Zimmermann schreibt natürlich auf Twitter, jeder, der jetzt diesen Kriegsverbrecher unterstützt. Achso, also wenn man jetzt sagt oder Kritik übt, dann ist man zeitgleich auch ein Kriegsverbrecher wie Herr Putin. Liebe Leute, ich finde diese Scheinheiligkeit sowas von wunderbar, sowas von herrlich. Und wie die komplette Szene in Deutschland das abfeiert, ja? Die Antifa feiert das gerade in Deutschland ab, ja? Das ist so toll, liebe Leute, ja? Es ist von Dummen für Dumme. Anders kann ich das nicht bezeichnen, ja? Es ist herrlich, wie ungebildet und wie dumm in Teilen die Bevölkerung dieser Welt tatsächlich ist. Denn sie bräuchte einfach nur ganz kurz mal nachlesen und dann könnten sich Fragen stellen. Nämlich folgende Frage. Hat Russland den Internationalen Strafgerichtshof, den Haag, denn überhaupt anerkannt? Interessiert es das die Russen überhaupt? Nein, interessiert die Russen gar nicht, weil sie den Haag gar nicht anerkannt haben. Und jetzt kommt das Schöne und da drehen die wieder alle durch da draußen. Die USA haben den Haag auch nicht anerkannt. Im Gegenteil. Die USA haben den Richtern in Den Haag vor einigen Jahren noch gedroht, sollten sie Verfahren gegen US-Soldaten anstreben, dann würde das Konsequenzen haben. Es ging damals um die Kriegsverbrechen der Amerikaner, Irak, Syrien, Afghanistan, Drohnenangriffe etc. pp. Und egal, ob der Präsident Joe Biden heißt, Trump heißt, Obama heißt, Clinton heißt, Bush Senior heißt, Bush Junior heißt, Reagan heißt, Den Haag und die USA sind eine wunderbare Geschichte, liebe Leute. Hört doch auf mit eurer Scheinheiligkeit. Ich sag nur ein Wort oder einen Namen. Julian Assange. Hört auf mit eurer Scheinheiligkeit. Es ist so lächerlich. Ihr wollt über Putin reden? Okay, dann reden wir jetzt mal über Ronald Reagan. Beirut, Grenada. Wir reden über Bill Clinton, Kosovo, Bosnien, Jugoslawien. Wir reden über Bush Senior, Brutkastenlüge, Irak, erste Runde. Wir reden über Bush Junior, Afghanistan, Irak, zweite Runde, atomar, biologisch, chemische Waffen. Ja, ja, dann reden wir mal weiter über den Herrn Obama, den Friedensnobelpreisträger, unter dem übrigens Joe Biden, der amtierende Präsident, damals Vizepräsident war. Syrien, Afghanistan, Irak, Drohnenangriffe, Zivilisten, Kollateralschäden ohne Ende. Haben wir da irgendwas vom Internationalen Strafgerichtshof gehört? Nichts. Nicolas Sarkozy, Tony Blair, die Liste ist endlos. Der Internationale Strafgerichtshof entwertet sich jetzt gerade selber. Er macht sich zur Lachnummer und zum willfährigen Gehilfen von den Ländern, die selber Kriegsverbrecher in ihren Reihen haben, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben, die völkerrechtswidrige Angriffskriege begangen haben und auf dessen Konto Millionen von toten Zivilisten gehen. In diesem Sinne, euch allen da draußen, euch ganzen scheinheiligen Politiker, Medien des Westens. Ihr wollt Putin dahinstellen? Okay, dann stellt die anderen aber auch dahin. Ich bin für Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Und nicht einseitig
finanzierte Gerechtigkeit. Schönen Samstag. Nee, heute ist Freitag, Samstag. Ich weiß es nicht mehr. Man kommt bei diesem Irrsinn sogar mit den Tagen durcheinander. Schönen Samstag euch da draußen.